Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fight 2017. Schön, dass ihr nochmal dabei seid. Ja, ich konnte nicht abmoderieren, weil auf einmal mein Aufnahmegerät sagte, ich habe keine Lust mehr, ich funktioniere nicht mehr. Wie quasi dann während der Aufnahme abgeschmiert ist. Ich weiß nicht, wie lange die Aufnahme fehlt, aber als größten Teil haben wir ja eh dran. Das ist erstmal das Wichtigste. So, wir haben unser Qualifying-Ziel, Platz 9 oder höher. Wir sollen Nico Hülkenberg schlagen, um das zu machen. Wage ich aktuell zu bezweifeln, aber okay. Schauen wir einfach mal. Rein ins Qualifying, liebe Leute. Wir begrüßen unsere Zuschauer aus aller Welt bei diesem F1 Qualifying hier in Shanghai, China. Und während wir hier bereit sind und auf den Start eines hoffentlich spannenden Qualifyings warten, Stefan Römer, warum verrätst du uns nicht, was ein Fahrer tun kann, um in dieser einen Session das meiste aus seinem Auto herauszuholen? Naja, man ist natürlich durch die Parkfermehrregeln schon weitgehend eingeschränkt. In früheren Zeiten, vor dem Jahr 2004, konnte man in den freien Trainingssessions je ein Qualifying-Setup und ein Renn-Setup ausarbeiten und diese dann nach dem Qualifying wechseln. Das Rennauto war also bisweilen im Gegensatz zum Qualifying-Auto sehr unterschiedlich. Heutzutage muss man allerdings einen Kompromiss finden, der für beide Events passt. Während der Session gibt es nur ein paar wenige Dinge, die du anpassen kannst. Etwa das Differential, Bremskraftverteilung und Frontflügelwinkel. Aber das war's dann auch schon. Es geht also eher darum, das Vorhandene zu optimieren und den eigenen Fahrstil bestmöglich an die Streckenbedingungen anzupassen. Ja, heute jetzt geht es darum, wie ist das? Bringt ja nichts. Ich habe ja nichts zu verlieren. Mein Ziel ist es ja einfach irgendwie sich ins Q2 zu wurschteln, Platz 15 oder sowas rauszuholen. Das wäre schön. Wer wird mit dem Auto nicht drin sein? Nicht ich. Reifen auf, bitte packen. Warte mal. Wie gesagt, ich muss irgendwie nur gucken, dass ich ins Q2 komme. Alles andere ist jetzt erstmal, glaube ich, ziemlich egal. So, liebe Leute, drückt mir die Daumen, erst qualifying. Hier ist jetzt das große Ziel, überhaupt irgendwie was zu reißen. Die 41 von Alonso, die muss ich packen. Wenn ich sie schaffen kann, dann bin ich zufrieden. Die muss ich packen. Hamilton, das ist unwichtig, gerade die Zeit. Ich hätte gerne die auch von Alonso gehabt. Thank you.
Zwischenzeit hätte ich gerne. Aber die Runde natürlich nicht das Ideale ist. Das Auto ist so unruhig gerade. Sauber vor mir. Ich wäre allein. Rein um die 41er, 40er, 41er Zeit. Alles andere ist, glaube ich, jetzt ziemlich egal. So, sowieso nicht. Aber. Yes! Fast 12 vor allen Dingen. Das ist eine Zeit, die man, mit der man arbeiten kann, liebe Leute. 39,5 war es sogar. Das war nur eine 0,7 hinter Lewis Hamilton und damit sollte man eigentlich schon an Q2 sein. Sei denn, die müssen ja hauen nochmal alle jetzt richtig nach. Vettel nochmal. Der war aber eh schon auf 2. Verdammt. Verdammt. Aber da bin ich absolut mit happy, wenn ich ins Q2 springen würde. Die Zeit nochmal Gut, wenn ich aus der Tür mich, dann kann ich ja eh reifen. Ich gehe jetzt eh vom Gas schon runter, weil ich will jetzt in die Box fahren. Ich bin zufrieden mit der Zeit. Ich bin vollends zufrieden. Die Runde war nicht mal perfekt, aber dann so eine Zeit rauszuknallen. Ja. Verdammt, ich wollte eigentlich in die Box. Zurück in die Garage. Ist gerade ziemlich egal. Top, top. Also ich bin voll zufrieden. 39,5. Also das ist das Beste, was mir je passieren wird. Hätte passieren können. Damit haben wir beide Autos auf jeden Fall in den Top 10. Also zumindest nicht in den Top 10, aber zumindest in der nächsten Session. Weil so weit werde ich nicht abrutschen. In den 4 Minuten. Also ich bin... Yes! Platz 12 ist okay, absolut, definitiv. Ich habe hinter Nico Hülkenberg und damit bin ich erstmal zumindest im Q2 und das ist zumindest mal das oberste Ziel. Mein erstes Mal tatsächlich in Q2, ja gut, das ist das zweite Rennen erst, ne, aber man arbeitet dran. Gut, wir sehen uns gleich wieder. Da bin ich auch schon zurück, liebe Leute. So. Ich mache mal eine Autoeinstellung, weil Parkvermehrregeln haben wir ja. DH, wir können neue Reifen draufhauen. Ich will ja hier vielleicht die große Überraschung schaffen, auch noch ins Q1 rein, ins Q3 zu fahren. Was meint ihr? Schaffen wir es oder schaffen wir es nicht? Wir werden sehen. Los geht's. Jetzt hier habe ich Zeit bestätigen können. Vielleicht 39,23 fahren. Dann werden zumindest. Also mit den Zeiten von. Mit der 39,23, da werden wir zumindest
in der Richtung Nico Hülkenberg und dann wären wir zumindest in Q3, aber das ist zumindest mal das oberste, das ist zumindest nicht das Ziel. Das Ziel ist es erstmal relativ gut, einen Startplatz hier rauszuholen. Ich habe meinen Willen, ich habe das, was ich wollte. Gucken wir mal, was machbar ist, aber mit der kriegen. Bisschen runter vom Gas, vielleicht hier nicht voll im Aufbauen. Voll im Pausen, so, jetzt gucken wir mal, was die Zwischenzeit sagt. Das hat gesagt, 26er ist die normale Zeit, die Hammer. Ist halt nicht für die Spitze, aber im direkten Vergleich. So, gucken wir, was die nächste Zeit sagt. Ja, nur 39,5, da könnten wir einfach eben schneller fast. Komm, wir mal eben schneller mit 39,5, aber. Ne, wir waren kaum langsamer, ne? Verdammt, ich hab die Zeit rausgelassen. Normalerweise kann ich hier Vollgas geben. Ich will den Schwung holen für die lange Gerade hier. Jetzt die. So ein alter Hamilton, ey. Aber gut. Hamilton ist so einer. Kommt jetzt nicht. Hamilton ist so einer, wenn der gekitzelt wird, haut er auch nochmal einen raus. Der kann nochmal. Und das war da gerade richtig gezeigt. You're into P3. P3 on the grid. Ja. Ricciardo. Ich konnte nochmal nachlegen mit meiner Zeit. Ich konnte nochmal nachlegen mit meiner Zeit. Das ist zumindest das Wichtigste. Guck mal, was jetzt noch drin ist. Wollen wir nochmal was holen? Gut, ich glaube, die Hülkenberg-Zeit packen wir nicht. Die Hamilton-Zeit, Entschuldigung. Ja, ich bin ein bisschen am Arbeiten, deswegen. Hier. Bin deutlich besser rausgekommen als eben. Ein bisschen vom Gas gehen, damit er nicht komplett sich verabschiedet, der Wagen. Ich jetzt die Zeit ein bisschen mitnehmen kann. Und es nicht in den letzten beiden Kurven mir verbaue. Könnte nochmal eine Zeit raushauen. Was ist das für eine Zeit auf einmal wird? Die mitnehmen, komm. Mal eine Sekunde nach und yes! Zweiter Platz! Halbe Sekunde, Lewis Hamilton. Was für eine Zeit, ey. Also das Höchste meiner Gefühle, yes! Das ist nicht mal eine Zeit. Das kann, und die ist nur eine halbe Sekunde hinter Lewis Hamilton. Fährt denn da den zweiten Sektor auf den, wisst ihr? Gut, ich war auch besser als Hamilton im zweiten Sektor. Im zweiten Sektor habe ich es ein bisschen. Eigentlich müsste der mir die Zeit anzeigen. Zweiten Sektor, weil da war ich schneller. Ich war sogar schneller als Vettel und ich bin Dritter. Aber das ist egal. Wir hätten zumindest beide Autos in den Top 10. Und wir haben es. Wir haben zum ersten Mal Nico Hülkenberg auch in der Quali geschlagen. Nicht nur im Rennen, sondern in der Qualifikation. Wir sind Siebter momentan. Na also, Leute, es geht da. Nach dem relativ schwachen Training. Was eigentlich, wo ich gedacht habe, das wird schwer. Dann plötzlich in der Quali so derbe gesteigert.
Und jetzt haben wir es zumindest geschafft, ins finale Qualifying zu kommen. Es war ein Stück Arbeit, aber ich habe das Setup ein bisschen rausgearbeitet, ein bisschen mehr rausgekitzelt und jetzt auf einmal dieser Lumine 38,4. Und das ist meine absolut beste Zeit in diesem Dienst. Es ist nur nicht mal eine Sekunde langsamer als Lewis Hamilton und da bin ich eigentlich fast zufrieden mit dem Renault. Der Renault ist weiß gut nicht das schnellste Auto, definitiv nicht. Wenn ich jetzt mit dem Ferrari unterwegs oder mit dem Red Bull oder sowas, würde ich sagen, eine Sekunde, das ist viel Zeit. Mit dem Renault, absolut in Ordnung. Definitiv, man muss es realistisch denken. Mal gucken, ob ich diese Saison Weltmeister werde, die Chance ist sehr, sehr gering. Natürlich. Aber, ja, jetzt heißt es auf einmal, gib ihm, jetzt haben wir das höchste Gefühl, schönste der Gefühle. Jetzt müssen wir gucken, dass wir ein Auto zumindest hinter uns halten können. Wen könnten wir da, das ist toll, vielleicht Magnus und den Haas. Das sind so die Kandidaten, also Platz 8 oder 9. Wäre ich mir zufrieden, so. Alles gut. Wir haben komplett trockene Fahrzeugs. So, dann kann ich jetzt wieder auf Setup gehen, weil ich will nämlich eigentlich mir neue Reifen holen. Die brauchen wir nicht. Ich kann jetzt nochmal hier nachlegen. Ich packe jetzt hier nochmal nach mit den Reifen. Egal, weil dann haben wir nochmal Software hier im Rennen. Ich muss eh Strings fahren. Daher ist es ziemlich egal. Ich fahre super soft und soft im Rennen. Genug drauf auf dem Getriebe. Also das Rennen, das Getriebe sollte 6 Rennen halten. Das wird schwer werden. Das ist geil, vor allen Dingen. Der Abnutzung ist gerade, wenn das Getriebe statt zu fähig. Ich will erstmal auf den Motor gehen. Alles andere ist mir egal. Der Motor soll erstmal halten. Ja, jetzt noch ein Getriebewechsel kurz vor Q3. Session weg und ich habe eine Zeit. Ne. Beziehungsstrafe und da habe ich keinen Bock drauf. Schmeiße ich nicht weg unbedingt. Gut, dann machen wir es noch. Holen wir uns Chance. Die Chance auf. Einen richtig guten Startplatz. Platz 9 oder 8, das wäre schön. Das wäre sehr schön. Ein Auto will ich zumindest nicht mehr. Dann habe ich zumindest die Vorgaben vom Team erreicht. Dann habe ich Nico Hülkenberg geschlagen. Ja, vorne. Er fällt nämlich auf Platz 11 aktuell. Strafe will ich natürlich nicht kriegen. So, jetzt. Zählt's. Noch eine vierte Mischung, cool. Das wusste ich gar nicht. Hätte ich nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte, es gibt nur drei. Mager, normal, neutral und fett. Aber das ist doch eine Maximischung, gell? Hätte ich nicht gedacht. Nochmal. Vielleicht für Sonntag zu wissen, je nachdem, gegen wie man da kämpft. Ob man da die Leute hat. Für die Online, für das Online-Rennen. Da noch einen direkt vor sich hat, auf die Maximische zu gehen und dann wäre das schön. Schön, das ist sehr. So, gucken wir mal, was die Zwischenzeit sagt. Ich glaube, sie sagt eine Bombenzeit voraus. So, jetzt kann ich wieder voll aufs Gas gehen. Ja, ich kann schön den Schwung hier mitnehmen. Sehr geil. So, darfst du nicht im letzten, in den letzten Bremssektoren verkacken. Knopf der DRS aufmachen und dann Richtung Haarnadel. Eigentlich der wichtigste Punkt dieser Strecke. Ideal war es nicht, Magnussen. Verstappen ist es gewesen. Red Bull. Yes!
Ja, was, wo? Ja, nein. Our best lap so far is a 1 minute 38. Boah, das wäre natürlich gut. Die Chance war gering, dass wir die schwacken. Aber ich bin zufrieden mit der Zeit. Während wir uns etwas von diesem aufregenden Qualifying entspannen, sehen wir uns die Top 3. Raikkonen, Vettel und Lewis Hamilton. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Genau, liebe Leute. Platz 9, Platz 7 ist es geworden. Am Ende. Zwischenzeitlich mal die beste Runde gefahren, aber es ist gerade das Schönste der Gefühle. Es ist top. Ich habe beide Williams noch hinter mir gelassen. Ich habe noch einen Haas hinter mir gelassen. Die zwei, die ich eigentlich wollte, das war Magnussen, habe ich hinter mir gelassen. Das ist das Ziel. Ich habe meine Teamvorgaben erreicht. Die sollten Hülkenberg schlagen und Platz 9 oder besser. Das haben wir beides geschafft. Hätte ich nicht gedacht. Muss man so mal sehen. Ich hatte so ein bisschen abgeschenkt. Aber okay. So, nach dem Training, ich habe mich gebessert, ich bin zufrieden. Jetzt hoffen wir mal auf ein starkes Rennen, wenn ich das umsetzen kann, was ich in Australien gepackt habe oder gebracht habe. Ja, schauen wir mal, was drin ist. Ob's mehr wird. Ich wage es noch nicht von Sieg oder vom Podium zu sprechen, definitiv nicht. So. Ich habe trotzdem, obwohl ich eigentlich alle drei Sektoren schneller bin als er. Knapp, aber ich bin alle drei Sektoren besser als er. Posinia. Bleiben wir mal ein bisschen Haas. Das wären beides reizvolle Teams, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich die Angebote bekomme, warum nicht? Hallo, wir hören uns wahrscheinlich mal an. Viel Glück. Danke. Das Rennen auf Platz 9 oder höher. Und unser Meisterschaftsziel ist Platz 11 oder höher. Wir haben ja im Gegensatz zum Glück mehr Punkte gekriegt. Das ist sehr gut. Ich kann noch mal kurz an Fickern gehen. Mal Punkte. Weil da oben noch drin sind. Wir müssen noch ein bisschen was tun. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier einen kleinen Folgenbreak und sehen uns in der nächsten Folge wieder, nämlich morgen schon wieder zum Rennen, zum großen Bereich von China. Und dann schauen wir mal, was drin ist. Bis dahin, auf Wiedersehen.